Ja, YouTube, ich verlasse jetzt mal mein Tarnzelt und meine Gänsenattrappen, laufe ja am Zelt vorbei und laufe jetzt mal zu meinem Hochsitz. Es ist zwar nicht lange her, dass ich gerade die Gans geschossen habe und das war mit einer sehr lauten Waffe. Es gibt da viel leisere Waffen wie Bögen. Die verscheuchen nicht so viel die Tiere. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wenn man so ein Zelt hat, dann kann man ins Inventar gehen. Und da sieht man mal die Auswahl meiner Waffen. Ich habe zum Beispiel ein Crossbow, verschiedene Bögen. Hier ist auch ein Luftgewehr dabei. Oder hier so ein Zweite Weltkriegswaffe. Handfeuerwaffen natürlich. Die Munition gibt es. Die verschiedenen Crawler gibt es auch. Und das ist für Truthahn, das sind hier für die ganzen Hirscharten, das ist für Roosevelt-Wapitis, das ist für Elche, das ist so ein Ruinspray, damit kann man Bärenfässer auffüllen, das ist auch für Böcke und so weiter. Das ist aber, glaube ich, würde jetzt hier auch zu weit führen. Verschiedene Scopes, Equipment, was man besitzt. Das Fernglas natürlich und so weiter. Das sind jetzt die Crawler hier, die ich für Hirschfelden habe. Hirschfelden ist eine, ja, simuliert den deutschen Wald, ist sehr schön gemacht. Verschiedene Felder lösen sich ab, also Mais oder natürlich abgeernteten Weizenfelder. Die wechseln sich ab mit schönen Waldgebieten. Die Maps sind riesig. Ich bin jetzt nur dieses kleine Stück gelaufen, aber es wäre möglich, über diese ganze Karte hier zu laufen und ich würde sagen, ich habe es nicht ausprobiert, vielleicht hat es mal jemand ausprobiert, aber wenn ich hier einmal rumlaufen würde, wäre ich doch in Zeitstunden, vielleicht 3 Stunden unterwegs, vielleicht 4 Stunden, ich weiß es nicht genau, hier durchzulaufen, könnt ihr euch den ganzen Nachmittag mit beschäftigen. Ihr findet dann Füchse auf dieser Karte, Rehe, Wildschweine, Rothirsch und Gänse. Und das macht dann schon entsprechend Spaß. Und man kann sich wirklich sehr lange damit beschäftigen, aber man braucht auch Geduld. Wie in unserem Fall hatten wir Glück, da ging es relativ schnell, aber man muss auch sehr lange warten zum Teil. Und das ist auch ein besonderer Reiz von diesem Spiel, dass eben nicht gleich einem Tier vor die Flinte läuft. Das hier ist übrigens mein Baumsatz, da gehe ich jetzt mit drauf. Den muss man sich natürlich auch kaufen, klar. Und es ist auch dieser besondere Reiz von diesem Spiel. Also es läuft nicht ständig einem ein Tier vor die Flinte und wenn einmal eins vor die Flinte läuft, ich versuche jetzt mal einen Rothirsch anzulocken, dann ist es durchaus gerade am Anfang so, dass der Puls noch besonders hoch geht. Und heute ist es noch so, dass ja besonders seltene Tiere, natürlich diese großen mit dem hohen Score, den man ja für sich selber und für auch die Wettbewerbe haben möchte. Wenn man so ein Tier dann sieht, dann ist es dann auch nochmal eine besondere Herausforderung. Dann gestaltet sich natürlich jede Situation anders, dadurch, dass die Landschaft sehr kopiert ist, mit den Höhenunterschieden drin. Da muss man sich auf verschiedene Weisen anschließen, mal durch den Wald, mal auf freiem Feld, mal muss man sich hinlegen. Sinnvoll ist es sowieso ständig im Crouch unterwegs zu sein, also geduckt unterwegs zu sein, damit man keine Tiere aufscheucht. Das ist nämlich wichtig, auch von wo der Wind kommt. Hier sieht man es gerade an den Blättern. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Wind laufen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, Tiere zu sehen, besonders niedrig. Wenn ich gegen den Wind laufe, natürlich dementsprechend höher. Es gibt aber auch Geruchsreduzierer und so weiter. Für Spurenlesen haben wir den HunterMate. Und für alle Interessierten, ich nehme auf mit Open Broadcaster. Das ist ein kostenloses Programm, was mich sehr, sehr zufriedengestellt hat, was wirklich gut funktioniert. Ich kann es nur weiterempfehlen, es ist kostenlos und kann sich mit allen, für die man bezahlen muss, glaube ich, messen und es ist ein wirklich tolles Programm. Und wir sehen uns später, wenn was passiert.